Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Final Fantasy IX. Wir sind in der letzten Folge in Lindblum angekommen und haben uns hier und dort schon mal ein bisschen umgeschaut. Ich habe auch in der letzten Folge den Part ein bisschen blöd beendet. Aber ich nehme diese Folge gerade hier im Anschluss auf. Und dann schauen wir uns doch mal hier noch ein bisschen weiter um auf dem... Ich wollte sagen Marktplatz, aber das hier ist die Einkaufsstraße. Gut, dann gehen wir mal hier rein. So, dann Kartenfreak Gone. Das Kartenspiel ist nicht so trivial, wie einige irrtümlich glauben. Aha. Aha. Ist das eine Anspielung, dass ich mit dir Karten spielen soll? Ich habe da echt nichts dagegen. Kartensammler, Ausgabe 7. Sonderbericht. Welche Karten werden zu Sammlerstücken? Seltene Karten sind des Sammlers ganzer Stolz. Vielleicht sind auch schon in deiner Hand ein paar zukünftige Sammlerstücke dabei. Fable Verlag. Den Namen habe ich doch schon mal gelesen. Kann das sein? Fable. Ach nein. Nee, ich verwechsel hier was. Alles gut. Wir haben hier noch nichts gehört. Es kann nicht sein. Ein Eschokraut. Komm ich auf den Balkon? Nö. Aber später komme ich, glaube ich, hier hin. Wenn ich mich nicht irre. Und hier haben wir eine High Potion. So, da möchte ich mal mit dir Karten spielen. Ja, ich weiß, ich habe in der letzten Folge erwähnt, dass ich eigentlich meine Karten ein bisschen aussortieren wollte. Offscreen, das habe ich aber noch nicht getan. So, der Mastophant. Gegen den haben wir in der Höhle des ewigen Eises gekämpft. So, dich nehme ich mit. Du bist nämlich mein Liebling, genauso wie du. Und zweimal der Bomber nehme ich mit. Ja, und einmal den Zombie, ne? Ich meine, von den Zombies haben wir ja auch genug. So, Kartenfreak. Zeig mir doch die Karten, die du hast. Gut, dann kommt mein Zombie hier hin. Aha, dachte es mir doch. Dachte ich es mir doch. Gut, diese Karte werde ich aber vorerst mal ignorieren. Dann werde ich meinen Bomber hier oben hin platzieren. Mutig. Sehr mutig. Chip, 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 chip. Okay. Ich werde es wagen. Nein! Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! Bomber, bitte! Du musst mich retten. Dankeschön. Danke, wirklich danke. Keine Panik, keine Panik. Dann nehme ich diese Karte mit und wir werden noch eine Partie spielen. So, zack, zack, zack. Und hier sind auch schon meine Lieblingskarten. Ist ja zumindest. Oh, ich mag das eigentlich nicht so, wenn ich anfangen soll. Gut, ich platziere dann den Bomber hier hin. Hat das einen bestimmten Grund, warum du den da hin platzierst? Ja, können mir auch egal sein. Ach Gott, bist du ein Feigling. Oh, du musst ja ein Feigling sein. Okay, okay. Dann kommt mein Vogel hier. Nein! Was habe ich getan? Was habe ich getan? Och nö. Okay, dann komm du bitte hier oben hin. Und du dann bitte hier hin. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Bitte nimm mir nicht den Vogel weg. Genau, nimm die Karte, die ich von dir geholt habe. Die Mimikarte, genau. Moment mal, das sehe ich aber jetzt auch gerade zum ersten Mal. Obwohl ich dieses Spiel ja auch schon oft gespielt habe. Aber kann auch sein, dass ich früher darauf nie geachtet habe. Aber der Mimik hier auf der Karte, der sieht genauso aus wie der in Final Fantasy X. Liegt ja auch daran, dass es dieselben Gegner sind. Beziehungsweise dieselben Monster. Aber trotzdem... Okay, jetzt muss ich nochmal den Kampfpudding mitnehmen. Ja, ne? Was will man dazu sagen? Gut, Kampfpudding. Aha. Genau, hier ist er. Ein Monster aus der Kiste.
Sieht ja schon mega aus. Haben die echt gut gemacht. Okay, okay. Dann werde ich... Ach nee, das bringt mir ja gar nichts. Ja, stimmt. Okay, dann werde ich mal meinen... Nee, ich setze meinen Zombie hier ein, obwohl er keine Chance hat, aber das ist bewusst. Und jetzt setze ich meinen Bomber hier ein. Och nee, oder? Oh Gott. Okay, dann greift du ihn an. Und jetzt noch unten. Sehr gut. Ha! Wenn das mal nicht ein Perfekt ist. Jawohl, als Herr damit. Und ich möchte noch eine Partie spielen. So, dann... Oh, guck mal an, Echsenmensch, was geht? Du kommst natürlich mit. Mimi kommt mit. Dann hier unsere Raupe. Und der Bomber. Versteht sich. Und ich fange an. Och, nö. Hab ich schon mal gesagt, dass ich das überhaupt nicht mag, anzufangen. Noch eine Mimikarte. Warum? Warum? Dann komm du mal hier hin. Echt jetzt? Ist das dein Ernst? Ah, dann ist der aber mit dem gekoppelt. Ach komm, was soll's. Ja. Yeah. Dachte ich mir. Aber kein Problem. Oh. Oh, 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 nein, das ist nicht gut. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, aber hier ist jetzt auch keine Karte dabei, die jetzt so prickelnd ist. Ich dachte, er wirft vielleicht noch eine raus, weil er ja so ein Kartenfreak ist. Gibt's hier eigentlich was auf dem Tisch? Kann ich hier denn gar nichts aufsammeln? Nö, sieht nicht so aus. Gut, wir werden dann dein Haus verlassen. Bis zum nächsten Mal. Da bist du bestimmt besser gewappnet. Okay, was gibt es hier? Ivans Fischladen. Frische Fische aus dem Meer von Lindblum. Entgrätet und in Scheiben geschnitten. Ist ja auch nichts für mich. Also ich bin kein Fischesser. Obwohl ich ja Fischstäbchen esse. Das ist aber auch das Einzige. Der bleiche Sam. Ja, ich bin auch ziemlich bleich. Weil im Sommer bin ich entweder weiß oder rot. Aber so ein Mittelding gibt's nicht. Und dann darf ich mir von meinen Freunden immer anhören, ja, dann hör doch mal auf, so viel Videospiele zu spielen und geh mal mehr in die Sonne. Vielleicht kennt das der ein oder andere, vielleicht hat er das ja auch schon mal von seinen Freunden gehört, falls er auch so bleich sein sollte. Diese elendige, vermogte Luft hier in Lindblum bringt mich noch bald ins Grab. Ja, vielleicht solltest du einfach mal heimgehen. Du hörst dich krank an. Willst du Karten spielen? Ja, okay, gegen Kranke spiele ich gerne Karten. Das hier ist jetzt auch das letzte Kartenspiel in dieser Folge. Ich verspreche es, Leute. Aber ich mag das halt. Ihr dürft mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr das sehen wollt oder ob ich das lieber offscreen machen wollt. Offscreen machen wollt oder ob ihr das lieber offscreen oder ob ich das offscreen machen soll, so wollte ich das eigentlich sagen. Also wenn man so viel im Kopf hat und dann alles auf einmal gleich losballern will, dann kommt immer nur Mist raus. Ja. So, Zombie gegen Zombie. Oh, meiner ist stärker. Okay. Dann haben wir hier den Bomber. Ja, das kann ich ja eigentlich von der Seite angreifen. Oder? Ja, werde ich auch tun. Was machst du denn da unten? Ich traue der Sache hier nicht. Genau das. Aber macht ja nichts. Ich habe ja noch mein Mimik im Ärmel. So, schade. So werde ich nicht in der Lage sein, beide Karten zu nehmen. Gut, dann kommst du eben mit. Und ich glaube, ich werde dann auch diesen Bomber mitnehmen. Cool, du bist eigentlich auch, du bist sogar noch besser. Dann kommst du eben mit. Und nein. Ich muss mir noch unbedingt auf dem Zettel aufschreiben, dass ich offscreen
die Karten aussortieren soll? Rotmagierin, ich wollte ja nur das Jagdfestival sehen, aber natürlich muss ich auch für meine Freunde ein paar Mitbringsel kaufen. Puh, ich hasse das. Ich weiß nie, was ich nehmen soll. Ein Fläschchen Jucköl aus frischen Juckzirpen gepresst vielleicht? Oder doch lieber was anderes? Ja, wenn du was für deine Freunde mitbringst, dann dürfte dir das doch eigentlich gar nicht so schwer fallen, oder? Was haben wir hier? Miralas Ölladen. Bei mir gibt es das gesunde Jucköl, von dem zurzeit die ganze Apothekerwelt spricht. Auch Bergjucköl aus Bergjuckzirpen auf Lager. Okay, es gibt Bergjuckzirpen? Okay. Warum nicht? So, hallo? Ah, guck mal, hier hat jemand seine Wäsche aufgehängt. Kann ich hier? Ah, nee, das ist ein Dach. Moment mal, mit dir möchte ich reden. Priscilla. Die gibt es auch bei Final Fantasy VII. Die Priscilla. Hast du schon die Sache mit Alexandria gehört? Das Theaterschiff hat dort eine Wahnsinnsexplosion ausgelöst und ist fast über die Stadt abgestürzt. Überhaupt, seit die Brane da auf dem Thron sitzt, hört man ja nur noch solche Katastrophenmeldungen. Ja, das ist gerade wie in USA mit dem Trump, da hat man auch nur noch Katastrophenmeldungen. Peppes Milchbar, frisch gemolkene Milch von den Hochweiden Lindblums, ideal für einen Eintopf. Okay. So. Ach, guck mal, hier sieht man die ganzen römischen Zahlen. Guck mal, 4, 5. Hä? Sehe ich das richtig? Das hier ist doch die 2, ne? 2, 3. Ne, das ist die 4. Ich bin doch nicht blöd. Das hier ist 5, das hier ist 7. Und hier ist 8. Hm, mysteriös. Da fehlen aber noch ein paar Zahlen, ne? So mal nebenbei erwähnt. So, kleiner Tipp an die Entwickler dieses Spiels. Dann rede ich mal mit dir, Tante Bruna. Hast du denn schon einen passenden Topf für das traditionelle Jagdfestivalgericht? Also einen brauchst du doch mindestens und ich habe lauter gute hier. Ja, aber kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe mich lange und hart auf das Jagdfestival dieses Jahr vorbereitet. Die anderen tun mir jetzt schon leid, denn ich stehe als Sieger praktisch schon fest. Wie ist dein Name? Us. Falls man den so... Oder Uze. Keine Ahnung. Ich kenne die Uzi. Maschinengewehr. So. Kann ich hier was einsammeln? Ah, guck mal an. Hier gibt's was. Die Rüstung sieht aber schäbig aus. Wer würde die denn bitte kaufen? Ja, hier, der Uze bestimmt. Der geht damit bestimmt aufs Jagdfestival und meint, er hätte den Sieg schon in der Tasche. So, dann reden wir mal mit dir. Deine Haarfarbe gefällt mir und du bist komplett in Lila angezogen, gefällt mir. Hisako. Sag mal, Sepp, gehen wir bald? Dieser Laden ist doch sowas von öde. Lass uns doch in den Itemladen nebenan gehen. Ja, okay. Du magst zwar gut aussehen, aber du bist mir sehr unsympathisch. Komm schon. Noch eine Minute. Das sagst du doch immer. Ja. Lass ihn doch. Boah, das muss ich einfach mal Probe schwingen. Die Schwerter hier. Früher gab's da ja so ein... Was? Früher gab's da ja so eine Zackenfrisur. Der hätte so ein sperriges Teil gekauft. Ja. Cloud. Der wird damit gemeint sein. Dagobert. Hallo Dagobert, was geht? Wenn du es beim Jagdfestival auf die vorderen Ränge bringen willst, brauchst du meine Waffen. Ja, das glaube ich sogar auch. Mithril Dolch. Komm, ich habe auch eine Menge Geld. Komm, ich kaufe das noch einmal. Von dem habe ich 4 Jagdspeer. Nehme ich 2. Die Rute habe ich 4-mal. Die Gabel. Nehme ich 3-mal. Kristallarmreif. 250. Das ist eigentlich noch günstig. Nehme ich noch 4. Ja, das hier habe ich geklaut. Der ist für Steiner. Okay. Dann nehme ich 2 mit. Zipfelmütze. Von denen habe ich 2 im Inventar. Und angelegt habe ich die nicht. Okay. Dann
Komm, 260, da kaufe ich noch zwei. Von denen habe ich gar keine. Von denen kaufe ich auch mal vier. Eisenhelm. Mhm. Von denen kaufe ich mal noch eins. Lederpanzer, da kaufe ich auch noch einen. Ich habe kein Geld mehr. Okay, ich kann ja was verkaufen. Oh, nee, Moment. Ich muss erstmal hier alles ordnen. Das ist ja fürchterlich, wie das hier aussieht. So. Hallo, ich bin da. Ich würde gern was verkaufen. Phoenix Daune. Von der bekomme ich 1000. Von denen habe ich zwei. Die möchte ich aber auch ungern verkaufen. Und hier unten bin ich schon bei den Rüstungen. Mhm. Okay. Ja, gute Frage, ne? Elixier, was kriege ich denn dafür? Ein Gel. Ist das dein Ernst? Okay, Äther bekomme ich auch 1000. Wisst ihr was? Ich verkaufe alle 10. Einige von euch werden jetzt bestimmt denken, ich bin verrückt, aber das macht nichts. Ihr werdet nicht die Ersten und nicht die Letzten. So. 3, das langt. Von dir möchte ich aber noch... Ja, 1 langt auch. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Hier war doch noch irgendwo ein Itemladen. Das wird hier der bestimmt sein. Ah, ja, hier waren wir doch in der letzten Folge mit Vivi. Ups. Das war keine Absicht. Hier wollte ich eigentlich gar nicht rausgehen. Okay. Hallo. Hippo-Frau Hanna. Heute kommt kaum Ware rein. Das liegt wohl am Ausfall des Südentors. Ja, vermutlich. Oh, was haben wir denn hier? Kokonüsse. Die Liebesspeise à la Mokri ist komplett ausverkauft. Ja. Ich muss mal gucken, haben wir die eigentlich in unserem... In unserer Liste mit drin? Nein, ich glaube, die bekommen wir wahrscheinlich auch erst, wenn Vivi wieder mit uns mit dabei ist. Okay. In Ordnung. Gut, Karten spielen kann ich mit dir nicht. Achso, ja, stimmt. Ich wollte ja in dieser Folge keine Karten mehr spielen. Entschuldigung. Bis ich von euch ein Feedback bekomme, ob ihr das lieber mitsehen wollt oder nicht. Ah, da ist die Brandfigur. Hey, die will ich haben. Wenn du am Jagdfestival teilnehmen willst, brauchst du meine Medizin und Kräuter. Ich möchte eigentlich eine Figur da haben. So, ich glaube, ich brauche von dem All gar nichts. Okay, komm, Goldnadeln. Kaufe ich mal 5 Stück. Ich glaube, später werde ich damit konfrontiert. Okay, dann werde ich jetzt aber auch erstmal gucken, ob ich sie dann was anlegen kann, damit er was lernen kann. Lederpanzer. Okay. Okay, hier gibt's auch nichts. Alles klar, soll mir recht sein. Und weiter geht's. Hier komme ich nicht rein. Sehr gut. Ah, der Thomas. Was treibst du da? Das Feuer ist viel zu stark. Du lernst es wohl nie, was? Die Qualität der Waffe hängt maßgeblich vom Feuer ab. Es darf weder zu stark noch zu schwach sein. Sei still, wir haben Kundschaft. Nur mit deinem Mundwerk, da bist du gut. Ja, solche Leute kenne ich. Solche Leute kenne ich, die befinden sich bei mir auch auf der Arbeit. Also falls meine Arbeitskollegen das hier sehen sollte, du weißt ganz genau, wer gemeint ist. So, es geht weiter. Ah, ich bin so petty, ich weiß, aber dafür kann ich nichts. Also, das sind so Leute, die liebe ich ja einfach. Die, ja, die sehr viel kritisieren, aber selber nichts leisten. Okay, Moment. Ich weiß, dass ich hier irgendwo was aufsammeln kann. Genau. Ach. Sobald ich gewusst, dass es das Item gewesen wäre, dann hätte ich das nicht gekauft. Ich glaube, das hat nämlich so um die 800 gekostet. So, ich möchte aber jetzt selber mal nach dem Feuer gucken. Dieses Feuer schmilzt sogar Eisen in wenigen Minuten. Ja. Ist ja auch sehr heiß. Warum kritisiert er mich eigentlich ständig? Ich kann es doch bereits alleine. Langsam glaube ich, er will mir den Laden gar nicht übergeben. Ja, vielleicht hast du einfach auch nur eine Menge zu lernen. Du hörst ja auch oft nichts, was er sagt. Er hat ja gesagt, das Feuer wäre zu heiß. Und wenn du den Laden hier übernimmst, dann wirst du vermutlich pleite gehen.
weil du nämlich nicht in der Lage sein wirst, schmieden zu können. Und wie geht es dir so? Kann ich dir für das Jagdfestival was anfertigen? Oh yes, du kannst mir was anfertigen. Oh shit. Ich freue mich schon so. Ich glaube, ich muss noch mal gleich in den Laden was verkaufen gehen. Auf jeden Fall kommst du mit. Du kommst mit. Ein Baumwollkleid können wir auch gebrauchen. Wüstenstiefel können wir gebrauchen. Halstuch können wir gebrauchen. Ein Kristallschild kann man auch immer gebrauchen. Gut, und ich habe von jedem eins, richtig? Gut. Und später werde ich mir dann nochmal welche kaufen. Alles klar. Super, freut mich. Und Thomas? Er hat durchaus Potenzial, aber er ist einfach schrecklich faul. Redest du denn von meiner Arbeitskollegen? Ich bin mir da ziemlich sicher. Wie heißt der nochmal? Wayne, ne? Ja, meine Kollegen, die heißt anders. Komplett anders. Die haben noch nicht mal irgendwelche Buchstaben gemeinsam. Ja. Gut. Okay, dann sind wir im Einkaufsviertel fertig. Das haben wir dann durchforstet. Und ich glaube, mit dir habe ich aber noch nicht gesprochen. Hey, bleib mal hier. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin der Chefkoch im Schloss. Und mein Motto ist, lieber tüchtig salzen als gar nicht würzen. Ja, ich bin auch ein Salzliebhaber. Also ich esse auch gerne salzig, muss ich sagen. Und ich habe sogar von meiner Mama ein Magnet geschenkt bekommen, wo drauf steht, da muss noch Salz ran. Ja. Aber ich glaube auch, das hat sich auch so ein bisschen reduziert, muss ich sagen. Denn seitdem ich nicht mehr rauche, funktionieren ja auch meine Geschmacksnerven auch ein bisschen anders. Zumindest, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist oder ob ich mir das einbilde. Bahnhofsvorsteher, bitte genießt euren Aufenthalt. Ja, ich möchte gern einsteigen. So, Theaterviertel oder ins Industriegebiet? Gute Frage. Ich glaube, ich möchte erstmal ins Industriegebiet. Theaterviertel möchte ich noch nicht. Okay. Hallo, ich bin da. Bitte genießt euren Aufenthalt. Ja, das hat ein Kollege mir schon mal gesagt. Noch gar nicht so lange her. Okay, hier gibt es wohl nichts zu tun. Oh, du möchtest noch nicht mal Karten mit mir spielen? Nimitz. Die Lufttaxen sind unser Lebenswerk, unser ganzer Stolz. Wenn du einsteigst, dann zieh bitte die Schuhe aus. Aber ansonsten geht's noch. Sieh dann, untersteh dich und zieh deine Schuhe aus. Du darfst sie gerne anlassen. Also, jetzt geht's aber los. Okay. Oh, eine Miezekatze. Die hat wohl scheinbar... Ah, jetzt hat sie die Augen zu. Okay. Und hier ist eine Kiste. Lederarmreif. Okay, keine Kiste. Hier hat einfach nur was gelegen. Auch gut. Stimmt, jetzt wollte ich doch auch schon mal gerade die Sachen anlegen, die ich mir doch neu gegönnt habe. Okay, hier haben wir einmal unsere Aurora und einmal unsere Organik. Okay, als erstes hier dann... Unsere Aurora, die werden wir erst anlegen, denn der Angriff ist auf 21 und das lernen wir dann zuerst. Augen auf. Ein Räuberschwert erteilt Zustandsveränderung Schweigen. Naja, nehmen wir auf jeden Fall, ne? So, Lederpanzer. Hier unten haben wir nichts. Ach, guck mal, jetzt haben wir auch für hier unten was. Dann bekommt sie dann das Halstuch. Super, gefällt mir. Ability. Dann können wir auch bestimmt was anlegen. Fügt fliegenden Monstern immensen Schaden zu. Wird ausgerüstet. Es werde Licht. Erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Klauen. Ja, das lassen wir auch drin. Denn das hier wird unser Klauer. So, Hank. Dieses Steindenkmal hat der jetzige Großherzog errichtet, als Sid der Achte von uns schied.
Okay, ist das der Sith gewesen, der Balam Garden im Griff hatte? Kann das sein? Oh, wer ist da? Hallo? Ich glaube, ich hätte hier mit jemandem sprechen können. Ah, stopp. Ach, das ist er. Okay. Ich dachte hier, jetzt ist sich jemand versteckt. Aber nichtsdestotrotz werde ich ihn mal ansprechen. Das ist schon was Einmaliges hier. Häuser aus Stahlbeton bekommt man jedenfalls in keiner anderen Stadt zu sehen. Was du nicht sagst. Marlon, und was findest du besser? Vorne, hinten? Um was geht es denn hier? Oh Gott, muss ich das hier jetzt beantworten? Und was findest du besser? Ja, was meinst du denn damit? Ist jetzt die Statue damit gemeint? Ich werde jetzt einfach mal von der Statue antworten. Die Fragestellung mit der Statue verbinden und werde jetzt vorne auswählen. Nein, das ist absoluter Unsinn. Hinten ist wesentlich effizienter. Wenn der Antrieb vorne im Luftschiff ist, die Geschwindigkeitsverteilung vielleicht besser, aber die Leistung sinkt beträchtlich. Es ging ums Luftschiff. Okay, kann ich das nochmal neu auswählen? Okay, dann wähle ich jetzt hinten. Ich sehe schon, du hast Ahnung. Die meisten glauben mir ja nicht. Alles Banausen. Bringt man den Antrieb hinten im Luftschiff an, dann wird seine Leistung viel besser umgesetzt. Ja, das wusste ich. Gut, geh mal aus dem Weg bitte. Ich möchte noch hier mit ihm sprechen. Jakob, warum gibt es unter den Ingenieuren nur so viele verschrobene Exzentriker? Keine Ahnung. Kann ich hier rein? Tatsächlich. Wir ziehen um. Ich bin mit meinem Laden ab jetzt auf dem Falger Plaza im Einkaufsviertel zu finden. Ladenbesitzer Dagobert. Ah, bei dem haben wir doch die Waffen gekauft. Den Dagobert. Ach stimmt, hier ist ja auch, hier sind ja auch die Waffen abgebildet. Hier oben sehe ich gerade. Aber er ist umgezogen. Er hat sich wohl hier nicht mehr wohl gefühlt. Wahrscheinlich, weil er auch ständig belästigt worden ist. Vorne oder hinten. Und dann dachte er, nee, das hier ist, das ist mir zu blöd. Ich gehe lieber ins Einkaufsviertel, ne? So. Widget. Sid der Achte, auf den die Nebelantriebe zurückgehen, der hatte eine Katze als Haustier. Und da er das Vorbild aller Ingenieure ist, halten wir uns auch alle eine Katze. Okay. Ah, hier oben ist auch einer auf dem Dach. Billy Owe, was ist das? Was war das bloß in diesem Topf da? Ist dir schlecht? Vom Essen? Ach, guck mal an, hier sind wir ja wieder. Nach der Arbeit gebe ich mir jeden Abend die Kante. Achso, das war er. Nicht die Dame. Habe ich gerade in dem drin gestanden? Da gibt es extra ein Wort für. Also es gibt einen Namen für sowas. Wenn sowas passiert, jetzt möchte ich es doch erzwingen und es geht nicht. Und ich komme aber jetzt nicht auf den Namen. Ah, Mann. Ja, das hier. Seht ihr das? Da gibt es extra einen Namen für. Aber ich komme jetzt nicht drauf. Gut, aber mit ihm wollte ich ja auch gar nicht sprechen. Ursprünglich wollte ich mit dir sprechen, habe aber die Dame betont. Die ich dann auch noch falsch betont habe, weil ich ja mit ihr gar nicht gesprochen habe. Ja, mit ihr habe ich geredet. Mit ihr möchte ich aber nicht reden. Ich möchte mit dem Mann hinter der Theke reden. Der mich nur anstarrt und an seinem Bart spielt, aber scheinbar kein Interesse hat, mit mir zu sprechen. Opa Siggi. Oh, was ein Zufall. Mein Opa hieß Siggi. Der ist aber leider schon verstorben. Sie ist so besessen von ihrem Gurkenstand. Sie hat überhaupt keine Augen für mich. Wenn sie zwischen mir und den Gurken wählen müsste, ich denke, sie würde die Gurken nehmen. Ja, ich kenne einige Frauen, die würden eher die Gurke wählen als, okay, das ist ein anderes Thema. Mit dir möchte ich gerne noch sprechen, hallo? Oh, Luftschiff, Tagesblatt. Hildegard 2 wird nicht fertig. Die Arbeiten am neuen Luftschiff Hildegard 2, das vollständig ohne Nebel betrieben werden kann, wurden vorübergehend eingestellt, da technische Probleme aufgetreten sind. Na toll. Ja, aber wir werden dem Sid unter die Arme greifen und hoffen,
dass das schnellstmöglich geändert wird. Achso, ja stimmt, dir war schlecht. Ne, da war doch was. Hey, Lupita. Du, hör mal. Wenn ich mal groß bin, dann werde ich auch ein Ingenieur. Und dann baue ich ein Riesenluftschiff, mit dem alle irgendwohin zum Spielen fliegen können. Ja, ich glaube, wenn du älter wirst, denkst du nochmal ein bisschen anders darüber. Aber ich meine, du bist ein Kind und du darfst Träume haben. Ich finde das gar nicht so schlecht. So, das hier ist wohl das Maschinenhaus. Ach, hier ist ja auch eine Katze. Die habe ich erst gar nicht gesehen. Ich war abgelenkt von den Kisten. Eine Mimikarte. Jetzt haben wir ja schon drei von denen. Und eine Zipfelmütze haben wir erhalten. Ich hätte vielleicht erstmal alles absuchen sollen, bevor ich mir hier wahllos Gegenstände kaufe. Also Rüstungen kaufe zum Schmieden. Weißt du, was das hier ist? Kannst du es glauben? Ein Prototyp des neuen Dampfantriebs. Ja, das hier ist schon wieder so, erinnert mich schon wieder an Final Fantasy X2. Liegt aber auch vermutlich nur daran, weil ich das halt privat gerade spiele. Und da muss ich bei den Ausgrabungen auch immer so Prototypen ausgraben. Aber mit diesem Antrieb wird es im Haus immer so ekelhaft schwül. Boah, das wäre ja genau mein Ding. Also, schwül ist mir immerhin lieber als kalt. Sieh doch nur, ich bin vom Schwitzen völlig abgemagert. Okay, wenn du das sagst, dann ist das so. So. Geht's hier hinten weiter? Nö. Gut, dann sind wir im Industriegebiet dann scheinbar auch schon durch. Okay. Ja, ich glaube, in dieser Folge werde ich jetzt auch nicht so viel in der Hauptstory machen. Was mir sehr leid tut, denn ich möchte mich hier echt umschauen und wirklich alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. So. Und, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Einkaufsviertel, da waren wir. Schloss Lindblum. Nein, wir gehen erstmal ins Theaterviertel. Und auf geht's. Ab geht's, die Luzi. Vor allen Dingen ist mir auch mal gerade eingefallen, als wir jetzt eben Freya in der Bar kennengelernt haben, da hat sie noch gar nicht den Namen von ihrem Freund genannt, den sie so sucht, vergeblich sucht. Marianne. So eine Lufthaxe ist schon was sehr Praktisches. Aber ich würde mir wirklich ein stilvolleres Design wünschen. Hier in dieser Stadt wirkt alles so grob. Was waren das bloß für Architekten? Oh mein Gott. Wisst ihr noch, ich glaube, das war in der letzten Folge gewesen, als wir uns mit einem unterhalten haben, der gesagt hatte, bevor es die Lufthaxen gab, hat es eine Stunde gebraucht, bis man ins Theaterviertel gekommen ist. Könnt ihr euch noch erinnern? Und hier diese Dame, die beschwert sich, weil ihr das Design von dieser Lufthaxe nicht gefällt. Also solche Leute, die sollten mal gerade zu Fuß gehen. Also, ich finde das so schlimm. Aber ich glaube, das ist auch von den Entwicklern beabsichtigt, dass die so sprechen. Aber ich könnte ausrasten. Also ich kann da bei solchen Leuten auch im Real Life, kann ich meinen Mund nicht halten. Also ich finde das dann so, nee. Da kommt mir die Kotze. Entschuldigung für diesen Ausdruck, aber da wird mir einfach schlecht. So, und du wirst mir bestimmt sagen, dass ich herzlich willkommen bin. Dankeschön. Ah, er sagt aber noch, die Lufthaxe fliegt 24 Stunden am Tag. 365 Tage im Jahr. Das sollte man sich merken für ein Quiz. Wollte ich nochmal so nebenbei bemerkt haben. Bitte genießt euren Aufenthalt. Dankeschön, danke, danke, wirklich danke. Die vier Stadtviertel, verbunden durch die Lufthaxen, Einkaufsviertel, Theaterviertel, Industriegebiet und das Schloss. Wir arbeiten, damit sie bequemer leben können. Die Lufthaxenverwaltung. Ja, hier die Marianne, die ist aber nicht zufrieden. Wundert mich, dass sie noch nicht noch einen Brief geschrieben hat oder eine Notiz, wo dann unten drunter steht. Mir gefällt dieses Design aber nicht von eurer Lufthaxe. Könnten Sie das bitte in Ihrer Verwaltung ändern oder in Auftrag geben? Oh Gott. Oh, wir haben nochmal ein Active-Time-Event. Dampfantrieb.
Dann schauen wir uns das mal an, ne? Irgendwie habe ich ja wieder ins Schloss zurückfinden können, aber wo war gleich nochmal das Gemach der Prinzessin? Diese Stadt und dieses Schloss sind einfach viel zu groß. Ja, aber die Aussicht gefällt mir. Entschuldigt, aber könnt ihr mir bitte sagen, wo ich hier eigentlich bin? Willst du etwa sagen, du hast dich verlaufen? Na, ist das nicht ein wenig peinlich für einen Soldaten? Aber was soll's? Dann will ich mal nicht so sein. Wir befinden uns hier auf der Brücke, die das Schloss und die Luftschiff-Docks verbindet. Genau vor unseren Augen erstrecken sich die Docks. Ehrfurchtgebietend, nicht wahr? Wow, das ist ja... Also ich wette mit euch, das würde noch viel größer aussehen, wenn man wirklich auf dieser Brücke stehen würde. Das sieht wahnsinnig mega aus. Vor allen Dingen sieht man hier auch den klaren Unterschied im Gegensatz der PlayStation 1 Version. Also sehr gut gemacht. Ich bin wirklich begeistert. Und was ist das für ein Steiner sagt das, Entschuldigung. Und was ist das für ein gigantisches Luftschiff da? Hehe, schwer zu übersehen, was? Diese majestätische rote Ungetüm, das ist die Hildegard 2. Dank des neuen Dampferantriebs, an der Großherzog entworfen hat, kann die Hildegard 2 auch dort fliegen, wo kein Nebel ist. Dieses Schiff soll also wirklich ohne die Kraft des Nebels fliegen können? Was soll die dumme Frage? Schließlich gehört dem Dampf die Zukunft. Und im Gegensatz zu diesem Nebel besteht Dampf hier aus Wasser. Für den menschlichen Körper besteht also keinerlei Gefahr. Und wieder einmal ist Lindblur dem Rest der Welt voraus. Ja. Also ist das hier wie Japan wahrscheinlich. Okay, dann werde ich mal noch mit dir sprechen. Tim! Hier im Theaterviertel sind gerade alle nach dem Kartenspielen verrückt. Wenn du also auch ein Spieler bist, dann wirst du keine Probleme haben, hier einen Gegner zu finden. Ich weiß. Ich weiß, aber ich weiß halt nicht, ob meine Zuschauer davon so begeistert sind, wenn ich hier in meinen Let's Plays so viel mit den Karten spiele. Deswegen, ich muss dann erstmal auf die Feedbacks warten. Ja, ich wollte gerade sagen, hier gibt es doch bestimmt was zu lesen. Lindblum-Ausstellung. Ähnlich des 50. Jubiläums unserer Lindblum-Ausstellung darf der Gewinner ein Wandfresko in der Kirche malen. Ach, in der Kirche waren wir auch. Und, ja. Da sind einige Leute mehr am Schlafen, als sie am Zuhören sind. Ein Jadestein haben wir erhalten. Wow, ich weiß noch, als wir ganz am Anfang, also unterwegs waren und ich Probleme hatte, Jadesteine zu finden. Werdender Künstler Marco. Das Jagdfestival ist ein Heidenspaß. Ich glaube, ich male als nächstes ein Bild, auf dem man die tapferen Jäger ihrer Beute erlegen sieht. Stille eben in Rot oder so ähnlich. Und auch er hat eine Katze. So, okay, wir werden dann im späteren Verlauf, Spielverlauf, nochmal hier zurückkehren. So, kann ich eigentlich hier lang? Kann ich hier nichts einsammeln? Ich dachte, ich könnte hier vielleicht was einsammeln, aber schade. Schade, Marmelade. Dem ist nicht so. Taubenoper. Ich komme oft hierher und füttere die Tauben. Okay. Ah, das hier sind auch Adligen. Seid ihr vielleicht auch nicht mit dem Design zufrieden von der Lufthaxe? Michael. Meine Frau schwärmt auch für diesen Roll. Weißt du, wie man sich da als Mann vorkommt? Mit so einem Idol kann man eben nicht mithalten. okay. Das muss man, glaube ich, nicht verstehen, oder? Er scheint eifersüchtig zu sein. Dabei weiß er doch, dass ich ihn liebe. Ja, aber Eifersucht kann was Tolles sein, muss aber nicht. Muss nicht unbedingt was Tolles sein. Gut. Dann, werde ich mal mit ihr sprechen? Vereinsmitglied Nummer 28. Ach du meine Güte, wie viele gibt's denn von euch? Wo bleibt sie denn? Wo steckt diese Marisa nur bloß wieder?
Oh, ich habe keine Lust mehr zu warten. Oh. Ah, wenn das mal nicht die Marisa ist, ne? Hey, bist du die Marisa? Vereinigungsmitglied Nummer 36. Die andere war die Nummer 28. Bist du auch hier, um Raw zu treffen? Ich sag jetzt mal ja, denn ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt auf Nein klicke, dass sie dann frech wird. Also wirklich, dieser Raw. Selbst männliche Fans hat er in Scharen. Was für ein Star. Okay, jetzt wähle ich mal Nein. Ist doch besser so, dein Besuch hätte ihn sicherlich nicht erfreut. Ja, ich dachte mir schon, dass die frech wird. Ich dachte eigentlich, dass du nur, dass du Marisa wärst. Gedenkbühne zu Ehren Penelope Fugas. Nach 30 Metern. Was zur Hölle? Okay. Gut, dann gehen wir mal ins Hauptquartier. Da oben ist eine Puppe. Da oben liegt eine Puppe im Bett. Sie sind also immer noch nicht zurück. Ohne sie ist es hier so unheimlich still. Ich kann mir gut vorstellen, was ihm vor sich in, also in seinem Kopf vor sich geht. Wie konnte ich nur alle zurücklassen? Oh nein, Sidon. Du bist... Nein. So darfst du nicht denken. Es ist schon so spät, was Lilly wohl jetzt macht. Ich glaube, die... Also ich vermute, dass sie noch mit Sid am Babbeln ist. Was kann ich tun? Ah, nein, sie ist... Also im Schloss, ja. Der Klang dieser Glocke... Da ist wohl gerade eine Vorführung im Theaterviertel zu Ende gegangen. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich will mir ein bisschen die Beine vertreten. Ich bin untröstlich, Prinzessin, aber seine Exzellenz, der Großherzog, gab eigens die Anweisung, euch dies nicht zu gestatten. Da in Kürze das alljährliche Jagdfestival abgehalten wird, haben sich Besucher aus aller Herren Länder in Lindblum eingefunden. Und sicherlich befinden sich unter diesen auch einige Halunken und Diebe, die im Schutz der Massen ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen wollen. Außerdem weiß im Moment nur ein ausgewählter Personenkreis über eure Anwesenheit Bescheid, Prinzessin. Es dient nur zu eurer eigenen Sicherheit. Prinzessin, also bitte verlasst für eine Weile das Schloss nicht. Ich verstehe. Jetzt wollte ich gerade einen Schluck Kaffee trinken und dann kam gerade die Textbox und jetzt habe ich mich voll verkleckert. Nein, ich kann hier nicht einfach so herumsitzen. So erreiche ich gar nichts. Ich bin nicht nach Lindblum gekommen, um mich dann wie ein kleines Kind behüten zu lassen. Alles, was ich will, ist Mutter helfen. Oh mein Gott, die Liebe, die muss stark sein. Hätte ich so eine Mutter... Die bräuchte professionelle Hilfe, also der könnte ich nicht helfen, so leid es mir auch tut. Vincent? Ja, Final Fantasy VII weckt wieder Erinnerungen. Da bist du ja. Hurra, er ist wieder da. Wie war der ihr Name? Moment. Also dann gib mal Bericht ab, schließlich gehören wir auch zur Tantalus. Hä? Lucilia. Wie hat bei Final Fantasy VII... die von Vincent gehießen. Lucrezia war, glaube ich, der ihr Name. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Aber kann das sein, dass es hier auch so ein Easter Egg ist? Oder bilde ich mir das gerade ein? Ja, Onkel Bark sagte nämlich, klar, wenn ihr auch einen feinen Schatz findet, dann nehme ich euch in die Bande auf. Da, sieh mal her. Kadus Flügel? Das ist aber echt ein feiner Schatz, alle Achtung. Jetzt gehören wir zur Bande. Juhu! Und, verlief der Einsatz nach Plan? Ja, mehr oder weniger. Prinzessin gönnt es jedenfalls im Schloss. Tantalus versagt eben nie. Und schon was am Laufen mit der Prinzessin? Ja, genau. Hast du schon eine Verabredung mit ihr? Sag mal, wie alt seid ihr denn? Naja, irgendwie ist sie ziemlich beschäftigt und da hat sie keine Zeit für mich. Nein, sie fühlt sich sicher auch einsam ohne dich.
Ja, bestimmt. Vielleicht gehst du sie mal besuchen. Ich drück dir beide Daumen. Ja, alles Gute. Ich würde jetzt mal gern wissen, wie alt diese Kinder waren oder ob es Teenager waren, weil, als Kind kommt man ja eigentlich nicht so auf Gedanken, oder? Und vor allen Dingen drückt man sich dann auch nicht so aus als Kind. Also ich habe das als Kind nicht gemacht, weil ich war ein Kind. Also ich durfte in meiner Kindheit Kind sein. Heute sieht man ja viele Kinder, die sind dann so richtig, in Anführungszeichen erwachsen, wo ich mir denke, ist so okay. Die werden sehr streng erzogen. Also da sieht man schon, dass die Kinder nicht mehr Kind sind. Und ich persönlich finde sowas schlimm. Die zwei Kleinen haben recht. Außerdem würde ich gern wissen, ob sie schon mit Sid gesprochen hat. Ja, das hat sie dann. Super, wir können uns bewegen. Ich möchte die Kisten aufsammeln. 68 Gil. Sind das jetzt eigentlich die Schätze von den Kindern? 282 Gil. Okay. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr. Hier ist ja auch noch eine Kette. Och, eine Kette. Ja, eine Kette. Eine Kiste. 97 Gil. Schade. Und was haben wir hier? Mini Bormezia erhalten. Ja. Items. Wertvolles. Oh, wir haben hier. Ach ja, die Kuponus, genau. Kubo, 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 Kubi, Kubo, Saba, Kubo. Okay, alles klar. Ich glaube, mehr muss man auch nicht verstehen. Unter Sammlern erzielt diese Figur den Höchstpreis. Gut zu wissen. So, dann gehen wir mal nochmal runter. Und, Active Time Event. Dann schauen wir uns das mal noch an. Bark und Co. Ah, der hat sich geheilt, der Sinne. Ah, wieder zum Leben her. Wow, Sifix. Aber aus sie, der verwunschene Wald plötzlich verschwindet hat, dachte ich, das war's dann gewesen. Aber zum Glück haben wir den Tramfort gefunden, Sifix. Der verwunschene Wald plötzlich verschwindet. Kann das heißen, dass verschwindet? Versteinert hat. Ja, verschwindet. Genau, ich bin auch schön verschwunden. Dachte ich, das war's gewesen. Aber zum Glück haben wir den Trampelpfad gefunden. Also irgendeinen Pfad. Dank Blank, der auf diesen kleinen Quellfluss gestoßen ist, bevor er sie dann die Karte gebracht hat und so. Und was jetzt, Chef? Wir können Blank nicht einfach und so. Ich weiß schon. Erstmal sollen die anderen, die noch am Flussufer sind, von diesem Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen. Sinna, geh sie holen. Und was Blank betrifft, es ist wohl besser, wenn er die Versteinerung des Waldes nicht aufheben. Ist das dein Ernst und so? Damit wir uns richtig verstehen. Wenn es um die Rettung eines Kameraden geht, ist es mir schnurzpiepe egal, was mit mir oder weiß der Nebel wem passiert. Dann. Ich will nur sagen, dass Blank sich sicher keine Rettung wünscht, indem wir den ganzen verdammten Wald mit all seinen Drecksviechern wieder zum Leben erwecken. Auch wieder wahr und so. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen einen Weg finden, einzig und allein Blanks Versteinerung aufzuheben. Noch ist es nicht zu spät. Auf jeden Fall sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht. Verstanden und so. Okay. Und, ihr habt jetzt was genau vor? Sag mal, Senna, was machst du da eigentlich? Mit dem Quellwasser kann ich gute Kaffee kochen. Ich suche noch gerade meine Bohnen zusammen. Du weißt, was mit denen passiert, die nicht unverzüglich den Befehl des Chefs ausführen. Das nicht. Ich hole gleich die andere. Ah, okay, er holt gleich die anderen. Okay, und jetzt hat er die Kaffeebohnen liegen gelassen. Und könnt ihr euch noch erinnern? Ich glaube, das war so vor 3 Folgen oder so. Da haben wir doch mit dem Großvater Josef gesprochen. Und der
möchte doch die Kaffeebohnenarten sammeln. Die 3 Stück hat er uns doch genannt. Und ich wette mit euch, die eine finden wir dort, weil er nämlich seinen Kaffee liegen lassen hat. Wenn man aufpasst so ein bisschen, dann kriegt man da auch alles zusammen. Aber gut, in der nächsten Folge werden wir mit der Story weitermachen und auch mit dem Jagdfestival beginnen. Ich werde aber jetzt an dieser Stelle den Part beenden und bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Tschüss.